Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das DJI Mic ist aktuell schwer erhältlich und hat Lieferzeiten zwischen 1 und 3 Monaten. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ich endlich meine Bestellung erhalten habe. In diesem Video teile ich mit euch das Unboxing, erkläre euch in Kürze die wichtigsten Funktionen, teste die Tonqualität und zeige euch, wie ihr in der Postproduktion noch mehr aus euren Aufnahmen mit dem DJI Mic herausholen könnt. Dieses Video baut auf anderen Videos auf meinem Kanal auf und wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen wollt, freue ich mich über ein Like und Kanalabo. Aber legen wir los. Wie alle DJI-Produkte kommt auch das DJI Mic hochwertig verpackt daher und obwohl ich vor meiner Bestellung einige Reviews gelesen und angeschaut habe, bin ich doch sehr überrascht darüber, wie kompakt DJIs neues Mikrofonsystem ist. Auf der Packungsrückseite seht ihr auf einen Blick die wichtigsten Features. Die Funkübertragung reicht bis zu 250 Meter. Das DJI Mic enthält insgesamt 2 Funkmikrofonsender, mit denen man 2 verschiedene Tonquellen in Mono oder eine in Stereo aufzeichnen kann. Jeder Funksender hat eine Aufnahmekapazität von 14 Stunden bei Aufzeichnungen im Wave-Audio-Format 48 kHz und 24 Bit Mono. Die beiden Sender, der Empfänger und die wichtigsten Adapter können alle in der handlichen und sehr kompakten Ladeschale untergebracht werden. Das DJI Mic ist mit vielen Geräten wie Smartphones, Foto- und Videokameras kompatibel und hat, wenn ihr die Ladeschale verwendet, eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden. Ohne die Ladeschale halten die Funkmikrofonsender ungefähr 5,5 Stunden und der Empfänger bis zu 5 Stunden. Doch schauen wir uns mal an, was alles in der Packung enthalten ist. Ganz oben liegen erstmal die Bedienungskurzanleitungen, die sich gebündelt in einer kleinen Extrabox befinden. Nimmt man diese heraus, sieht man direkt die Ladeschale, die auch die 2 Funkmikrofonsender, den Empfänger und die Adapter für Blitzschuhe und Typ C und Lightning Adapter für die Verwendung mit Smartphones beinhaltet. Des Weiteren ist noch eine Tragetasche dabei, in der man die beiden Mikrofonwindschutze und die Kabel für die Verbindung mit einem Computer und das Audiokabel für die Verwendung mit einer Kamera darin verstauen kann. Und hier einmal alle Bestandteile des DJI Mic nebeneinander gelegt. Beim allerersten Öffnen der Ladeschale müsst ihr einige Sekunden warten, denn der Empfänger und die Funkmikrofone werden dann automatisch miteinander verbunden, was durch Aufleuchten der grünen LEDs der beiden Funkmikrofone signalisiert wird. Auf dem Empfänger seht ihr dann den Ladezustand der Funkmikrofone und des Empfängers und auch die Aufnahmekapazität der beiden Funkmikrofonsender. Und das bringt uns zu der, wie ich finde, recht intuitiven Bedienung, denn über den Touchscreen des Empfängers könnt ihr direkt auf alle Funktionen zugreifen und diese ändern. Sind beide Funkmikrofonsender mit dem Empfänger verbunden, so seht ihr links oben den Aufnahmemodus, wobei S für Stereo steht. Daneben seht ihr die Signalstärke von Sender 1 und 2, den Batteriestatus des Empfängers sowie darunter die Batteriestati der beiden Funkmikrofonsender und die Tonaufnahmen Lautstärkepegel. Zum besseren Verständnis der Funktion sei einmal kurz erklärt, dass die beiden Funkmikrofonsender entweder nur als Sender funktionieren und man hierzu einfach eine Tonaufnahmequelle mit dem Empfänger verbinden muss, wie zum Beispiel eine Kamera oder ein Smartphone. Des Weiteren können aber auch die Funkmikrofonsender selbst ein Backup-Recording aufzeichnen und das sowohl zusätzlich zur an den Empfänger angeschlossenen Tonaufnahmequelle oder auch ganz unabhängig vom Empfänger. Aber gehen wir einmal gemeinsam das Hauptmenü durch, das ihr durch Swipe nach unten aufrufen könnt. Als allererstes könnt ihr den Aufnahmemodus einstellen. Im Stereoaufnahmemodus könnt ihr den linken und rechten Kanal flexibel den beiden Funkmikrofonsendern zuweisen. Im Monoaufnahmemodus wird das Signal beider Funkmikrofonsender auf eine Monospur aufgezeichnet und im Mono Safety Channel Aufnahmemodus wird auf dem zweiten Monokanal das gleiche Aufnahmesignal nur mit minus 6 Dezibel aufgenommen, für den Fall, dass die Aufnahme auf dem Hauptmonokanal übersteuert oder irgendein anderes Problem vorliegt. So seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite und habt 2 Audioaufnahmespuren parat. Für Interviewsituationen oder wenn ihr in Stereo aufnehmen wollt, ist natürlich der Stereoaufnahmemodus der richtige für euch. Unter dem zweiten Menüpunkt könnt ihr die Aufnahmelautstärke des Empfängers eingeben. Hier könnt ihr Werte zwischen plus 12 Dezibel und minus 12 Dezibel einstellen. Rechts daneben befindet sich das Kopfhörermenü, über das ihr die Lautstärke von dem an den Empfänger angeschlossenen Kopfhörer einstellen könnt. Als nächstes folgen die Einstellungen der Funkmikrofonsender.
Als erstes findet ihr hier einen Low-Cut-Filter, der tiefe Frequenzen herausfiltert und den ihr an- oder ausschalten könnt. Ich persönlich lasse ihn lieber ausgeschaltet und bearbeite die Audioaufnahmen in der Postproduktion. Danach folgt das Menü, um die Aufnahmelautstärke der Funkmikrofonsender einzustellen. Ebenfalls habt ihr hier die Wahl zwischen Werten von plus und minus 12 Dezibel. Dann kommt eine Funktion, die nachträglich mit einem Firmware-Update geliefert wurde und sich Rackstop Lock nennt. Hiermit könnt ihr verhindern, dass der Träger des Funkmikrofonsenders aus Versehen das Backup-Recording auf dem Funkmikrofonsender ausschaltet. Ergänzend hierzu gibt es dann noch die neue Funktion Auto Record, die automatisch ein Backup-Recording auf dem Funkmikrofonsender startet, sobald ihr diesen anschaltet. Im nächsten Menü könnt ihr die Vibrationsbenachrichtigung der Funkmikrofonsender an- und ausschalten. Ich persönlich finde das haptische Feedback jedoch sehr nützlich, denn das Vibrieren signalisiert euch, wann eine Aufnahme begonnen oder beendet wurde. Wie ihr seht, ist es manchmal etwas tricky, auf dem kleinen Touchscreen zu navigieren, aber mit etwas Fingerspitzengefühl funktioniert es dann doch. Zum Schluss könnt ihr noch die Helligkeit der LEDs der Funkmikrofonsender einstellen und das bringt uns zu den Einstellungen des Empfängers. Mit dem ersten Menüpunkt könnt ihr manuell die Verbindung zwischen Empfänger und Funkmikrofonsendern herstellen. Mit Brightness könnt ihr die Helligkeit des Touchscreens einstellen. Dann könnt ihr, wann immer ihr wollt, die Sprache wechseln. Ebenso das Datum und die Uhrzeit. Ihr könnt natürlich auch alle Einstellungen zurücksetzen. Und über das i könnt ihr überprüfen, ob ihr die aktuellste Firmware-Software installiert habt und unter dem letzten Menüpunkt könnt ihr euch die Compliance-Hinweise anschauen. Über die Anschlüsse an der Seite des Empfängers könnt ihr ein Audiokabel anschließen und mit einer Kamera verbinden und auch einen Kopfhörer anschließen, über den ihr dann zum Beispiel den Aufnahmepegel überprüfen könnt. Auf der anderen Seite gibt es einen Button, um den Empfänger an- und auszuschalten und einen USB-C-Anschluss, über den ihr den Empfänger an einen Computer anschließen könnt, um zum Beispiel Firmware-Updates zu installieren oder das DJI Mic als Mikrofon für euren Computer zu nutzen. Auf der Unterseite findet ihr den Anschluss für den Blitzschuh-Adapter oder einen der beiden Smartphone-Adapter mit wahlweise USB-C oder Lightning-Anschluss. Über die Rack-Taste an der Seite könnt ihr die Backup-Aufnahme starten und somit, wie bereits erwähnt, auch Tonaufnahmen ohne Empfänger aufzeichnen. Mit dem Link-Button daneben könnt ihr manuell die Verbindung mit dem Empfänger herstellen und wie ihr seht, ist es damit schon die dritte Möglichkeit, den Empfänger mit den beiden Funkmikrofonsendern zu verbinden. Auf der anderen Seite findet sich ein USB-Anschluss, über den ihr die aufgenommenen Audiodateien an einen Computer übertragen könnt und ebenfalls einen An- und Ausschalt-Button. Auf der Rückseite sind beide Funkmikrofonsender mit einem Clip ausgestattet, mit dem ihr die Mikrofone an eurem Kragen oder wo auch immer befestigen könnt. Zusätzlich seht ihr aber auch noch einen quadratischen schwarzen Magneten, der wirklich sehr stark ist und auch dazu dient, das Mikrofon an Kleidung oder ähnlichem für die Aufnahme anzubringen. Wie ihr seht, wurde wirklich an alles gedacht und durch Firmware-Updates kommen vielleicht in der Zukunft noch weitere Funktionen hinzu. Und das bringt uns zum allerwichtigsten Aspekt des DJI Mic, die Tonaufnahmequalität. Hierzu habe ich zuerst bei mir zu Hause im Tonstudio eine Aufnahme durchgeführt und dafür sowohl mein Neumann TLM-103 als auch das DJI Mic benutzt. Wie sich das DJI Mic gegenüber dem TLM-103 schlägt, könnt ihr selbst hören. Alle Audiospuren habe ich hierzu einmal normalisiert, damit sie zumindest die gleiche Lautstärke haben und wir uns voll und ganz auf die Klangcharakteristik der Mikrofone konzentrieren können.
Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das ist ein Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann TLM 103 als auch eines der DJI Mic Funkmikrofonsender, um frontal hineinzusprechen. Okay, das dreimal teurere Großmembranmikrofon Neumann TLM 103 hat wenig überraschend deutlich die Nase vorn. Betrachtet man den Frequenzverlauf, dann fällt auf, dass das Neumann TLM 103 insgesamt einen lineareren Frequenzverlauf verzeichnet und die Bässe beim DJI Mic doch deutlich abfallen. Ebenfalls fällt das deutlich höhere Grundrauschen beim DJI Mic auf. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit, Tonaufnahmen in der Postproduktion zu bearbeiten. Hierzu nutze ich Neutron 4, um die Tonaufnahme des DJI Mic an eine Referenzaufnahme des Neumann TLM 103 anzupassen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das ist ein Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann TLM 103 als auch eines der DJI Mic Funkmikrofonsender, um frontal hineinzusprechen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das ist ein Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann TLM 103 als auch eines der DJI Mic Funkmikrofonsender, um frontal hineinzusprechen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das ist ein Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann TLM 103 als auch eines der DJI Mic Funkmikrofonsender, um frontal hineinzusprechen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das ist ein Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann TLM 103 als auch eines der DJI Mic Funkmikrofonsender, um frontal hineinzusprechen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das ist ein Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann TLM 103 als auch eines der DJI Mic Funkmikrofonsender, um frontal hineinzusprechen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Das ist ein Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann. Im Resultat klingt die Aufnahme dadurch weniger dünn, da tiefe Frequenzen verstärkt werden. Dennoch stört mich noch das Hintergrundrauschen. Um das zu minimieren, nutze ich Waves Clarity VX und schon klingt die Aufnahme insgesamt ganz ordentlich. Vor allem für ein Funkmikrofon, das ja eigentlich auch für einen ganz anderen Einsatzzweck konzipiert wurde, nämlich Tonaufnahmen für Videoproduktion einzufangen und damit eine bessere Qualität zu liefern als die eingebauten Mikrofone in Kameras und Smartphones. Test der Tonaufnahmequalität des DJI Mic. Ich verwende sowohl mein Neumann TLM 103 als auch eines der DJI Mic Funkmikrofonsender, um frontal hineinzusprechen. Deshalb nur noch ein Test, der dem eigentlichen Zweck des DJI Mic entspricht. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Ich bin gerade in Hamburg unterwegs, um das DJI Mic zu testen. Wie ihr sehen könnt, habe ich ein Mikrofon am Kragen meines T-Shirts positioniert, das andere auf der Höhe meiner Brust sozusagen. Und ja, bin sehr gespannt, wie die Soundqualität denn klingt, denn es ist heute wahnsinnig windig in Hamburg und im Hintergrund könnt ihr auch vielleicht Möwen hören. Ich nehme einmal direkt hier das Backup-Recording auf den zwei Funk-Mikrofonsendern auf, aber auch direkt auf der Kamera. Im Moment bin ich so ungefähr 10 Meter von der Kamera entfernt und ehrlich gesagt kommt mir das schon wahnsinnig weit entfernt vor. Bis zu 250 Meter kann man sich ja von der Kamera entfernen und ich finde, ja, das ist mehr als genug und eigentlich mehr, als man jemals brauchen wird. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Gerade im Moment wieder ganz viele Möwengeräusche. Vielleicht wird das auch noch aufgenommen. Und ja, ansonsten, was kann ich noch dazu sagen? Ich bin gerade im Stereo-Mode in der Kamera und des Transmitters und hoffe, dass die Soundqualität gut ist. Auch diese Tonaufnahmen lassen sich natürlich in der Postproduktion noch bearbeiten und veredeln. Was haltet ihr vom DJI Mic? Ich bin jedenfalls sehr begeistert und werde es in den nächsten Videos intensiv nutzen. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.